Verdienen Frauen wirklich weniger als Männer? Das Statistische Bundesamt veröffentlicht jedes Jahr die Zahl zum Gehaltsunterschied zwischen Frauen und Männern. 22% waren es 2014, eine riesige Lücke. Die Statistiker vergleichen hier völlig abgekoppelt von Position, Branche oder Qualifikation alle durchschnittlichen Frauenlöhne mit allen durchschnittlichen Männerlöhnen. Ein Vergleich zwischen Äpfel und Birnen sozusagen. Das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln hingegen rechnet anders. Hier vergleichen sie Frauen und Männer nicht insgesamt, sondern nach ähnlichen Branchen und Tätigkeiten. Beispiel: Viele Unternehmen knüpfen Gehaltserhöhungen an die Dauer der Betriebsangehörigkeit. Je länger jemand in der Firma ist, desto höher klettert das Gehalt. Während Männer im Alter von 60 bis 65 Jahren rund 38 Jahre gearbeitet haben, sind es bei Frauen 15 Jahre weniger. Das erklärt einen Teil der Gehaltsunterschiede. Im Alter zwischen 30 und 40 Jahren wird die Schere zwischen den Einkommen immer größer. In der Zeit, in der Männer Karriere machen und Frauen Kinder bekommen. In den Statistiken werden berufstätige Frauen zu Müttern, die Männer bleiben Männer und damit Verdiener. Allein das begründet einen Großteil der unterschiedlichen Einkommen. Es gibt verschiedene statistische Berechnungen. Je nachdem, welche Faktoren einfließen, beträgt die Lücke bereinigt nur noch 2 oder bis zu 8%. Übrigens, schon laut Grundgesetz darf niemand wegen seines Geschlechts benachteiligt sein und jeder in Tarifverträgen ausgehandelte Lohn gilt für Frauen und Männer gleichermaßen.